Sie geht mit Blaubart in seine düsteren Gemäuer. Mehr und mehr kommt Judith hinter sein schreckliches Geheimnis und entdeckt Fürchterliches. The story is a bit tricky if you're a woman. Because unfortunately, the young woman does a lot of things that are very stupid and puts herself in a very serious and life-threatening situation. So, in staging it, I wanted to find a way to present that woman credibly to both men and women today. So I came up with the idea that she would be an undercover policewoman, pretending to be a rather stupid woman, going in undercover to find the women who Bluebeard had abducted. Katie Mitchell inszeniert Bartoks Einakter Herzog Blaubarts Burg als absolut realistischen Thriller. Davor erklingt das Konzert für Orchester und in einem Film wird die Vorgeschichte zu Mitchells Interpretation der Oper erzählt. Mehrere Frauen sind verschwunden. Eine Ermittlerin versucht, die Fälle aufzuklären, nimmt eine falsche Identität an und trifft unter dem Namen Judith auf den mutmaßlichen Entführer. Auch musikalisch gibt es Verbindungen zwischen Oper und Konzert. Die Oper Herzog Blaubart Burg steht am Anfang. Also das hat noch ganz, ganz junge Bartok komponiert. Da fühlt man irgendwie seine unbezwungene Freude an Experiment und an ganz neue Musiksprache zu finden und ganz neue Ausdruck auch zu gewinnen. Und das Konzert für Orchester ist auch das Werk, was symbolisch für das ganze künstlerische Leben und Schaffen von Bartok nochmal positioniert ist. In diese 5 Teile vom Konzert für Orchester spiegelt für mich sein Leben wider. Es beginnt mit einer Kantilena in tiefes Streichen, übrigens auch wie in Blaubart Burg, wo erst in der absoluten Dunkelheit oder auch Depression erstmal ein Bild von einer betrübten Stimmung entsteht. Und dann wie in der Zeitmaschine kommen mit der erst kleinen Holzbläsermotive, kommen wir plötzlich nochmal in die Zeit zurück, wo er so stark an seine Heimat, ganz jung, ambitionell, sehr energisch, sich wirklich im Leben noch auf den beiden Füßen ganz sicher gefühlt hat. Und wer ist Judith, alias Anna Barlow, alias Nina Stemme? Diese Frau, die ein riskantes Spiel spielt, wenn sie sich in die Hände eines Verbrechers begibt. Es ist ja eine ganz andere Lesung als normalerweise. Sie ist Polizistin und als Polizistin ist sie ja trocken. Sie geht durch ganz professionell und gleichzeitig macht sie einen Beruf als Escort-Lady, was ich denke, diese Undercover Agent nicht weiß, was es ist, aber sie kann sich vorstellen. So, man hat ein Doppelroll eigentlich. Man muss wirklich auf diese Text und Musik sich verlassen können und auch nicht zu viel Ausdruck, aber ich möchte natürlich gleichzeitig alle Ausdrücke, die ich habe, in meine Stimme weitergeben. Und ich glaube, da kommt es zu einer spannenden Mischung irgendwie. Also ich sehe diese Frau aus der Musik her als eine sehr rätselhafte Frau. Sie muss nicht unbedingt schwach sein. Ich denke nicht, dass Bartok das sich erdacht hatte. Er wollte vielleicht eher untersuchen, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Wie weit kann man gehen? Und hier muss ja die Frau erst eine schwächere Rolle, eine sexuelle Rolle spielen. Und es kommt auch zu einem Punkt, wo die Judith hier auch ihre letzte Währung sozusagen, die eigene Körper, den eigenen Körper benutzen muss.
gegen Blaubart. In the original libretto, the man has all the power. And in fact, I think the woman is a male fantasy. The idea that a young woman will follow you into danger and love you whatever you do, even if you abduct and marry lots of women illegally. So for our version, we've tried to come up with an extra layer. So I think that helps address the gender politics. All the concept is trying to do is to make the women the same status in terms of power as the men. Gelingt es Judith aber, ihre Mission zu erfüllen? Hat sich ihr gefährlicher Plan gelohnt? Am Ende stehen sich zwei Menschen gegenüber, die bereit sind, bis ans Äußerste zu gehen.